gibt Tage, da tut's halt immer noch weh und da muss ich mich halt immer noch überwinden, das Haus zu verlassen. Mein Traum hat sich eigentlich innerhalb von wenigen Tagen erstmal komplett in Luft aufgelöst. Ich war 4 Jahre alt, als ich angefangen habe mit dem Tanzen. Ich bin zu meiner Mama, habe sie an die Hand genommen und gesagt, Mama, ich will tanzen. Und Sophie tanzt so gut, dass sie mit 12 Jahren an der Dresdner Palucka Hochschule für Tanz aufgenommen wird. Eine der besten Ausbildungsadressen für Ballett in ganz Europa. Ein halbes Jahr, bevor ich dieses Zertifikat, ich bin eine Bühnentänzerin, in den Händen gehalten hätte, hat sich mein Leben komplett verändert. Sophie trainiert täglich von früh bis spät. Tanzen ist Leistungssport. Ich habe mich bewusst für dieses Leben entschieden, indem ich quasi mein Leben für den Tanz hingebe. Und das war das, was mich letztendlich erfüllt hat. Mit 18 steht Sophie kurz vor ihrem Abschluss. Doch immer häufiger schmerzt der Rücken. Sie beißt die Zähne zusammen, trainiert weiter, nimmt Schmerztabletten, bis nichts mehr geht. Sie muss ins Krankenhaus. Beim MRT wird ein Abszess an der Wirbelsäule entdeckt. Die Ärzte operieren sofort. Ich wurde dann nach der OP in ein Zimmer verlegt. Es kam dann der Arzt, hat die Bettdecke quasi weggeschlagen und hat gesagt, okay, beweg was. Und ich konnte nichts bewegen. Es ist nichts passiert. Ich habe am ganzen Körper gezittert vor Anstrengung, um irgendwas in meinen Beinen bewegen zu können, aber es war mir einfach nicht möglich. Und das hat der Arzt dann kommentiert mit den Worten, es sieht schlecht aus. Der Abszess hatte ihr Rückenmark gequetscht. Die Folge, inkomplette Querschnittlähmung. Ich habe meine Beine gesehen und ich wusste, dass es meine Beine waren, aber ich hatte keinen Zugriff auf meine Beine. Das Rückenmark ist nicht komplett durchtrennt. Noch ist aber unklar, wie die Therapie aussehen wird. Ihr Bruder Christian unterstützt sie während ihres Krankenhausaufenthaltes. Die ersten 1-2 Tage war das sehr, sehr hart, auch für mich. Man hat sich Gedanken gemacht, wie geht's jetzt weiter? Passiert überhaupt noch was oder ist das jetzt auch der finale Stand? Mir war schon klar, dass Mitleid dir dann in dem Moment auch nicht hilft. Und hab versucht, ja, so weit es geht, im normalen Tagesablauf zu bescheren. Sophies Bruder zieht zu ihr ins Krankenzimmer. Das Allerschlimmste in diesen Anfangstagen war diese Unselbstständigkeit und dieses, dass ich in jedem einzelnen Tagespunkt auf andere Menschen angewiesen war. Nichts mehr allein konnte. Und das ist für mich als eine Person, die mit 12 von zu Hause ausgezogen ist, eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Wenig später ein Hoffnungsschimmer. In dem Moment, wo es dann so angefangen hat, dass ich wirklich dann wieder so teilweise was bewegen konnte, ich glaube, das war für uns alle dann erstmal so wie so ein kurzes Aufatmen, so okay, es lebt, es tut sich was. Sophie startet eine 5-monatige Reha. So diszipliniert, wie sie einst im Ballettsaal war, macht sie nun ihre Therapien. Stromtherapie. Die schwachen Muskeln sollen Impulse bekommen. Wieder hoch zum Gerät. Physiotherapie. Jede Woche einen Schritt mehr. Rollstuhltraining. Sie soll auch in schwierigen Situationen zurechtkommen. Monate vergehen und Sophie sehnt sich zurück in den Ballettsaal. Sie macht Fortschritte, doch manchmal verlässt sie auch der Mut, denn nichts ist mehr wie früher. Ich konnte jeden einzelnen Muskel meines Körpers anspannen und jetzt habe ich teilweise Schwierigkeiten damit, sitzend mein Gleichgewicht zu halten, weil ich den Druck nicht über die Beine abgeben kann. Es ist einfach mein Körper, aber es ist anders. Doch Sophie hat ein Ziel vor Augen. Ihre Abschlussprüfung an der Palucka Hochschule. Sie studiert eine eigens auf sie abgestimmte Choreografie ein. Auf einem Stuhl. Darin verarbeitet Sophie alles, was sie in den vergangenen 7 Monaten erlebt hat.
Was ihre Beine nicht mehr können, macht nun der Oberkörper. Sie besteht. Note sehr gut. Es war eine der emotionalsten Momente in meinem ganzen Leben. Und auch an den Standing Ovations und am Applaus hat man auch gemerkt, dass das was ganz Besonderes ist. Ja, es war halt auch im Vergleich zu den anderen, die alle neben mir standen, meine Kommilitonen, und ihre Beine hochgeworfen haben und sich gedreht und ich halt mit meinem Rollstuhl da überhaupt nicht ins Bild gepasst habe. Aber gerade das hat es ja so unvergesslich gemacht. Und es hat nicht die Qualität meines Tanzes vermindert, sondern es hat mich einzigartig gemacht. Und ich denke, das hat auch die Leute so berührt, dass sie meine Geschichte gesehen haben und trotzdem mich als Tänzerin gesehen haben, egal wie weit ich meine Beine bewegen kann oder nicht. Kurz danach setzt sie erstmals wieder einen Fuß vor den anderen. Bei der inkompletten Querschnittlähmung sind die Nervenbahnen nicht vollständig zerstört. Es besteht eine Chance auf teilweise Besserung. Ich habe meinen Körper so, wie er jetzt ist, noch nicht akzeptiert. Und das ist eine Reise, die führe ich lange und die ist mal besser und mal schlechter. Sophie arbeitet jetzt als professionelle Tänzerin bei der inklusiven Tanzkompanie in Esslingen. Ein Jahr nach ihrem Abschluss in Dresden wird sie hier erstmals als Solotänzerin auftreten. Der Choreograf Gregory Darcy hat sich Sophie für sein Programm ausgesucht. Ich bin überzeugt, dass Menschen, die erleben schwierige Momente, die bringen eine besondere Lebenserfahrung wie du. Ja, was du hast erlebt, also das ist schon ein Schock, was ist passiert. Und das ist, was ich möchte auf der Bühne zeigen. Deine Bereicherung als Mensch, du bringst etwas, eine außergewöhnliche Intensität. Wenn ich Menschen berühren kann, dann ist es genau das Ziel, was ich am Ende des Tages erreicht habe. Aber ich habe es noch nicht geschafft, einen Weg zu finden, meinen Körper voll und ganz zu akzeptieren, so wie er ist. Ja, ich denke auch einfach, das braucht noch Zeit. Eigentlich ist die Reise, die ich gerade führe, mich selbst zu beeindrucken und dahin zu kommen, das ist so mein Ziel im Tanz. Es ist ein bedeutsamer Abend für Sophie. Die Premiere ihres ersten Soloprogramms. Nach vielen Tiefschlägen hat Sophie ihren Weg zurück auf die Bühne endgültig geschafft.